Kennt ihr Armin Meiwes, den Kannibalen von Rothenburg? So, das ist mein Vater. Ruhig, das ist mein Vater, ja? Es gibt so ein zweistündiges Interview mit dem, in dem er so erzählt hat, dass er einen Menschen getötet und gegessen hat. Super widerlich, ja? Aber ich habe mir das so komplett angehört und während des Interviews ist mir so aufgefallen, ey, irgendwie finde ich den sympathisch. Und da habe ich gemerkt, krass, ich habe wirklich gar keine Ansprüche mehr an Männer. Und bei Ami muss ich sagen, ja, wenigstens kann er kochen. Das einzige Problem ist, es wäre nicht vegan, weil ich ernähre mich jetzt seit 2 Jahren vegan.